Ich stell dich einmal ganz kurz vor. Und zwar sind wir hier live auf Ranking TV mit Joshua Holtby. Du bist 24 Jahre alt, gebürtig aus Erkelenz, offensiver Mittelfeldspieler und zuletzt beim MVV Maastricht aktiv. Die spielen in der zweiten holländischen Liga. Meine erste Frage an dich, war dein Name richtig ausgesprochen? Ja, ja, passt, alles gut. Ich habe schon alle möglichen Sachen gehört, aber so wie du es ausgesprochen hast, ist es eigentlich auch richtig. Du kommst aus Erkelenz und diejenigen, die Rheinkick-TV-Zuschauer sind, die werden das wissen oder vermutlich wissen oder die Leute, die gut in Geografie sind. Erkelenz ist Kreinz-Heinsberg und da klingeln bei jedem natürlich die Corona-Glocken sofort. Das heißt, in deiner Heimat quasi war der Ausbruchspunkt der Epidemie hier in Deutschland. Kannst du kurz erzählen, wie du das miterlebt hast? Ja, es war ja so um Karneval rum, ne? Also kurz nach Karneval, soweit ich mich erinnern kann. Warst du zu Hause? Also ja, ich bin eigentlich die meiste Zeit zu Hause gewesen. Oder was heißt die meiste Zeit? Vor allem zu dem Zeitpunkt zu Hause gewesen. Halt nur beim Training oder sowas. Und wo man es dann gehört hat, dann klar ist halt immer, das sind nur 10 Kilometer oder sowas bis nach Heinsberg oder 15. Da macht man sich natürlich ein bisschen Sorgen, aber wo ich dann gehört habe, dass es angefangen hat auf dieser Karnevalssitzung oder Party oder was auch immer war, da habe ich mir dann weniger Sorgen gemacht, weil die meisten, die ich kenne, die feiern entweder woanders Karneval oder gar nicht. Und deshalb, also großartig Sorgen gemacht habe ich nicht direkt am Anfang. Aber ja, klar, ist halt, wenn es so nah dran ist, ist es schon ein komisches Gefühl, kann man schon so sagen. Wie ist denn deine vertragliche Situation? Also du hast eben schon angedeutet, Saison ist beendet in Holland und dein Vertrag lief nur noch bis 2000, also jetzt noch zwei, wir sind ja jetzt erst. Ja, ne? Bis 30.06. Genau. Ist schon klar, wie es danach weitergeht? Hast du dir da schon Gedanken drüber gemacht? Klar, Gedanken mache ich mir schon seit längerem. Ist natürlich immer so, dass wenn du in ein neues Kalenderjahr reingehst, bist du noch nicht so ganz mit den Gedanken dabei, wie sieht es jetzt im Sommer aus, weil ich mich natürlich erstmal aufs Sportliche konzentriert habe und also in Holland ist halt so eine spezielle Sache, dass es so eine, ich nenne es jetzt einfach mal Klausel gibt, dass der Verein, insofern er dir keinen Brief sendet, das ist ein bisschen komplizierter, dass der Vertrag automatisch durchläuft und so weiter. Das ist ein bisschen komisch und ein bisschen anders in Holland, aber diesen Brief habe ich jetzt bekommen, dass mein Vertrag nicht automatisch fortgeführt wird und das heißt jetzt sozusagen, dass man neu verhandelt, aber momentan halt durch die Pandemie sind, glaube ich, die Gedanken auch von Vereinen und allen möglichen anderen Personen sind, glaube ich, erstmal woanders. Ich hab bis jetzt einmal gewusst, mit letztem Sommer zweimal, wo ich die folgende Saison spiele. Ansonsten war es immer ein bisschen bis zur letzten Sekunde oder bis zum letzten Tag fast schon warten. Deshalb kenne ich mich mit dieser Situation aus und mache einfach das Beste draus und probiere einfach nicht, mich selber bekloppt zu machen, weil das ist das Schlechteste, was passieren kann in so einem Moment. Und du hast natürlich noch einen großen Bruder, der bei Mainz gespielt hat, beim HSV gespielt hat, bei Tottenham, bei Fulham. Und deswegen, Louis Holtby, um den geht es natürlich. Erstmal ganz allgemein gefragt, wie ist das Verhältnis zu ihm? Ganz normal. Wir sind Brüder. Wir gehen uns gerne mal gegenseitig auf den Sack. Aus Spaß. Aber wir verbringen gerne Zeit miteinander. Zocken gerne mal eine Runde Playsee oder alle möglichen Dinge, die einem da einfallen. Für mich ist er einfach mein Bruder. Also da wird sich auch nie was dran ändern. Aber sobald es halt ums Thema Fußball geht, da hilft er mir schon ungemein mit seinem Wissen und seiner Erfahrung. Der spielt ja auch eine ganz ähnliche Position wie du. Hast du dich denn dann auch in jungen Jahren an ihm orientiert? Also, ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man ihm und mir beim Fußballspielen zuguckt, dann sieht man schon, dass wir Brüder sind und dass wir vor allem auch dieselbe Position spielen, weil in vielen Sachen haben wir dieselbe Haltung, wir haben eigentlich auch so dieselben Stärken. Er ist noch ein bisschen größer als ich und noch ein bisschen kräftiger, aber das mache ich dann durch meinen Schuss wieder weg. Ich würde jetzt mal behaupten, dass mein Schuss ein bisschen besser ist als seiner, aber dafür hat er schon noch mehr Power und mehr Durchsetzungsvermögen. Aber ich habe schon früher, habe ich mir immer Sachen abgeguckt bei ihm.
Joshua, ansonsten einen wunderschönen Abend dir noch und wir drücken danke, die Daumen, dass du bald wieder auf dem Platz stehen kannst. Danke, danke. Bleib gesund. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.